Guten Morgen, Leute. Es ist Montagmorgen. Schön, dass ihr alle wieder reinschaut. Es ist Zeit für den Rückspiegel. Wir möchten mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen, was uns gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Und wir hoffen damit, euren Start in die Woche ein bisschen zu versüßen. Wie immer fangen wir mit der News der Woche an und Melli wird euch sagen, was für uns die News der Woche waren. Genau, oder sind. Und zwar Mysterium. Da gibt es einen Nachfolger und zwar Mysterium Park. Wow, wie einfallsreich. Ja, auf jeden Fall geht es dieses Mal auf den Rummel und da wird es natürlich auch mysteriös. Wie und was genau, werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, weil Mysterium habe ich immer gerne gespielt, spiele ich jetzt auch nach wie vor, können wir direkt losspielen. Und es gibt schon einen Trailer dazu und sieht so ein bisschen düster und mysteriös aus. Ich bin auch sehr drauf gespannt. Andere News der Woche, wie ich finde, ist, dass Francis Drake wieder erhältlich sein wird, denn Skellig Games bringt das Spiel wieder raus. Ist schon ein älterer Titel, wo wir quasi so Freibeuter sind und im Namen der Queen eben die Meere beschippern und ein bisschen Beute machen. War ein Eurogame, kommt jetzt einfach wieder raus und ich bin echt gespannt drauf, weil ich habe es nämlich noch nicht in der Sammlung, vielleicht... Oh je, mir blüht schon wieder was. Naja, gut. Okay, eine Sache hatte ich noch, und zwar würde ich gerne mal eine Frage der Woche noch mit einführen. Und zwar hatten wir in der letzten Woche immer so das Thema, was ist Glück im Spielen? Ist euch das wichtig? Oder sagt ihr, oh, wenn jetzt so ein Spiel zu viel Glücksfaktor hat, dann gefällt euch das gar nicht? Oder sagt ihr, nee, das macht mir jetzt nicht so viel aus? Ich bin ja der Meinung, Glück ist so immer vertretbar bis zu einem gewissen Grad. Also ich möchte jetzt nicht 3 Stunden ein Spiel spielen und dann am Schluss verlieren, weil ich irgendwie schlecht gewürfelt habe. Aber für gewisse Spiele finde ich Würfel eigentlich immer geil und Glück auch. Ja, ich finde es ganz gut, wenn man es vielleicht auch noch ein bisschen beeinflussen kann. Aber dann ist ja das Glück auch wieder dahin. Ja, schreibt gerne rein, wir würden gerne mit euch diskutieren, was ist da eure Meinung zu. Und dann geht's jetzt los, was wir gespielt haben. Melli fängt mit dem Montag an. Ja, am Montag hatten wir dann jetzt die Vulkaninsel auf oder vielmehr in dem Tisch, weil es geht ja über 4 Partien, 75 Minuten. Also man braucht ein bisschen Zeit, man sollte planen. Wir haben es dann einfach so gemacht, schön unten in unseren Brettspieltisch, dann können wir oben essen und wenn wir wieder Bock haben, Bretter weg und wir können direkt loslegen. Ja, die Vulkaninsel ist einfach richtig cool, finde ich aber bis jetzt ein bisschen anders zum Spielen wie die anderen Teile. Mhm. Man hinterfragt viel mehr, man muss... Ich finde, es hat auch nicht so eine klare Linie drin bis jetzt. Also wir sind echt oft da gestanden und so, was muss man jetzt machen? Ja, also wir haben es noch nicht durch. Wir haben jetzt schon 3 der 4 Kapitel gespielt und es ist eher so ein, ich sage immer TKKG und du sagst 3 Fragezeichen. Also es ist mehr so Rätseln, Raten, Hinweisen, hinterhergehen. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Hörspiel. Also es ist so. Genau. Aber ja, es macht uns schon mal Spaß. Wir sind mal gespannt, wie das Ende kommen wird. Also bis jetzt denke ich mir so, wow. Aber gut. Am Dienstag war, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, die Charterstone-Runde angesagt. Wir machen weiter mit der Charterstone-Kampagne. Sind jetzt in Spiel 9. Ja, ich finde es nach wie vor echt ein cooles Spiel, auch zu viert. Gehen wir nicht weiter drauf ein, das war einfach der Dienstag. Doch, Melli hat... Ja. Weil ich habe endlich meinen ersten Pokal. Ganz wichtig, ich glaube immer noch, ihr habt beschissen und extra schlecht gespielt. Nein. Ihr habt euch abgeredet, ich habe es gewonnen. Aber zu Recht und verdient. Absolut. Er lügt. Nein. Hm. Mittwoch war ich im Würfelzwerg und wir hatten eine Anfrage im Würfelzwerg, ob ich nicht... Underwater Cities dort kurz erklären kann, kurz in Anführungszeichen. Ich habe gesagt, das sollen sich bitte ein Video vorher anschauen, weil sonst wird es zu lang geworden. Ich habe also noch kurz Underwater City erklärt. Ich wollte eigentlich Rallyman GT spielen. Kam dann auch anders, weil wir wirklich echt viel diesmal waren. Wir waren, glaube ich, über 12 Personen. Mhm. Dann haben die Rallyman GT gespielt. Ich weiß nur so viel, dass alle Leute es wirklich gut fanden. Sie meinten, der Vergleich mit Downforce sei, das sei das bessere Spiel, taktischer. Jetzt will ich natürlich auch unbedingt spielen. Ich brauche da bloß ein bisschen mehr Leute. Also zu zweit ist, glaube ich, jetzt nicht so cool. Ich würde es gerne mal zu viert spielen. Die fanden es aber alle gut. Und dann habe ich gespielt mit Benjamin Menanical. Ich kann es nicht aussprechen. Ihr lest es unten. Menanical. Wir hatten eine Amerikanerin dabei. Sie hat mir mehrfach gesagt, wie man es richtig ausspricht. Ich konnte es mir einfach nicht merken. Ist von Eagle Griffin Games. War ein Kickstarter. Und wir sind so super Schurken. Und jeder hat halt einen Charakter. Und auf der Karte liegen Aufträge aus, die wir halt erfüllen können. Dafür brauchen wir aber so Schurken, also mindestens 2. Und die haben spezielle Gebiete, also Stärke oder Wissen. Und je nachdem, mit wem ich da hingehe und diesen Auftrag quasi versuche zu erfüllen, habe ich eben Würfel und habe ich den passenden Schurken zum Auftrag, zählen andere Würfelergebnisse. Ist irgendwie ein komplett untypisches Spiel für Eagle Griffin Games, wie ich finde. Es ist ein Dice-Game, viel Glück. Die Amerikanerin fand es mega cool. Ich fand es auch gut. Ich glaube, einer in der Gruppe fand es so, geht so.
Und das war der, wo gewonnen hat, ne? Na, wer immer. Der sagt immer, ich mag das nicht. Aber egal. Es ist ein cooles Spiel. Ich muss es auf jeden Fall nochmal spielen. Ich würde es echt gerne spielen, weil es ist beim Kickstarter so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, am Donnerstag. Am Donnerstag hatten wir wieder unseren allmonatlichen Malabend. Der zweite jetzt dieses Jahr tatsächlich. Ja. Wir haben es neu ins Leben gerufen, haben gesagt, lasst uns gemeinsam malen. Da bleibt man dran. Jede hilft jedem und es ist einfach immer schön. Wir haben dieses Mal sogar 8 Personen rund um den Tisch gereiht. Mhm. Jeder hat seine Figuren dabei gehabt. Wir haben dieses Mal die Figürchen von Last Bastion angemalt, weil wir gesagt haben, die sind echt so geil. Und ja, die machen halt Bock, die anzumalen. Die muss man anmalen einfach, ja. Und ja, es hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Es wurde drüber gesprochen, wie und was. Es ist immer schön. Es ist einfach schön. Ist es auch. Wir sitzen alle zusammen, quatschen, ein bisschen malen. Wir waren recht konzentriert. Es war nicht immer ein super Redefluss da. Aber es war echt cool. Also es hat Spaß gemacht. Wir hatten, was haben wir bemalt? Wieder von Talisman hat jemand was bemalt. Batman, das Miniaturenspiel allerdings. Genau. Dann halt hier Herr der Träume. Und ja, noch irgendwas. Ja, die Großen. Und ein Frosch war am Tisch. Ganz wichtig. Stimmt, von Mass Maurer haben wir auch bemalt. Und genau, Tobi hat nämlich die Figuren von Anachrony bemalt. Genau. Die lohnen sich auch zu bemalen, dann wird das Spiel nämlich nochmal einen Ticken geiler. Genau. Okay, ja, und dann haben wir noch nach dem Malen in meiner Challenge, ich möchte jeden Tag mindestens ein Spiel spielen. Ich dachte, hey, malen alleine reicht nicht, lass uns Perfect Match spielen, weil wir haben jetzt eine etwas größere Gruppe da. Und ich liebe Perfect Match. Ich finde, dass auf diese Idee noch keiner vorgekommen ist, mit diesem einfach nur Schätzfragen zu machen und mit diesem Rad. Ich finde es einfach vom Prinzip so geil, dass ein Spieler weiß eben, es ist mit den Teams gespielt, man kann es in Teams spielen. Und einer ist der Teamleiter, der rät so ein Rad, dann hat man noch eine Skala, die halt so von 0 bis 100 geht und das Rädchen bleibt halt hier stehen zufällig. Und jetzt hat er unten Karten ausliegen oder eine Karte, die doppelseitig ist und da muss er dann so Schätzfragen stellen. Was ich, es ist hoch, es ist nicht hoch. Und dann hat er hier diese Dinge so schon recht hoch und dann muss er halt so eine Frage stellen und sagt halt Eiffelturm. Und alle Leute müssen jetzt im Team so sagen, oh, Eiffelturm, wie hoch ist Eiffelturm, zu welchem Verhältnis? Dann dreht man eben dieses Rad so hin und nachher wird aufgelöst, wie es ist. Und das Gegnerteam darf noch sagen, ob es drunter oder drüber ist. Es ist eigentlich so simpel und mich wundert, dass das, wie gesagt, keiner gemacht hat. Und es macht einen Heidenspaß. Ich finde, das könnte Spiel des Jahres werden. Ja, und das Coole ist halt einfach wirklich, umso besser man sich kennt, umso eher kann man den anderen wahrscheinlich auch einschätzen, wo es jetzt hingehen soll auf der Reise. Also da ist es wirklich... Ich find's geil. Ja, und natürlich auch Teamabstimmung, so die eine, da wird ordentlich diskutiert, macht richtig Bock, ja. Am Freitag waren mal ordentlich Kracher auf, was heißt Kracher auf dem Tisch, haben wir mal wieder ordentlich was draufgepackt. Insgesamt waren es 3 Spiele an der Zahl. Wir haben mit Betrayal on a House on a Hill... Betrayal. Mit dem haben wir angefangen. Ich war zum Glück nicht der Verräter. Ich habe dann im Gewinnerteam sogar mitgespielt. Ja, was müssen wir machen? Wir sind in einem Haus und müssen dieses erforschen. Dazu kommen dann halt entsprechende Spielelemente. Hier die Schicksals... Omenkarten. Für mich sind Schicksalskarten. Und jedes Mal muss man einen Spukwurf machen, wenn man eine Omenkarte zieht. Ja, und da kann es auch mal in die Hose gehen, mit 6 Würfeln 3 Treffer zu machen. War auch schon knapp, so ist es nicht. Ja, es ist echt cool, man deckt halt hier das Haus auf, erkundet ein bisschen und dann erstmal so, oh ja, und dann trifft's ein. Und dann guckt man, wer der Verräter ist. Einer muss dann den Raum sozusagen verlassen, muss seine Mission durchlesen, schauen, was er machen muss zum Gewinnen. Und die anderen müssen sich natürlich zusammenraffen und zusammen planen und vorausschauen, machen und tun, wie man denn erreicht, dass wir gemeinsam gewinnen. Und ich finde es echt cool. Ich finde es auch cool. Es ist halt wirklich ein Spiel mit ganz viel Fluff. Also es ist mechanisch halt, es ist schon ein älteres Spiel, was jetzt endlich auf Deutsch ist. Und es hat halt ganz viel Fluff im Spiel. Es gibt so gruselige Räume, es gibt Ereigniskarten, die halt Fluff ins Spiel reinbringen. Das muss man mögen, da muss man sich drauf einlassen und sagen, hey, ich finde es cool, dass da so eine Geschichte erzählt wird. Und auch diese Stories, von denen es über 50 Stück gibt, sind halt cool gemacht. Nichts Besonderes vielleicht mechanisch, aber wirklich für Leute, für so einen Halloween-Abend mit 6 Leuten, ich glaube, das könnte der Knaller werden. Ja, danach ging es in die Küche. Genau, wir haben Rival Restaurants gespielt, das haben wir schon ein bisschen länger. Ist jetzt gerade wieder auf Kickstarter mit der Erweiterung dazu. Worum geht's? Wir sind rivalisierende Restaurants, wie der Name schon sagt. Jeder hat ein Restaurant und das Spiel ist in Phasen unterteilt. Wir spielen also gegeneinander und am Anfang müssen wir uns erstmal wie bei X-Wing auf so einem Rad einen Ort aussuchen, von dem es verschiedene gibt, wo wir eben Butter kriegen, Getreideprodukte, Gemüse, Obst oder Fleisch oder ganz komische Sachen wie Alien-Schleim.
Ganz wichtig. Oder müssen unseren Müll entsorgen. Egal, da suchen wir uns ein Gebiet aus. Dann gehen wir hin. Dann gibt es noch so Effekte der einzelnen Köche, die sich dann dort beeinflussen. Und dann wird in Echtzeit für eine Minute gekauft, gehandelt. Und dann kann man das wirklich alles machen. Ich kann sagen, hey, du bist auf dem Fleisch, bring mir ein Fleisch mit, was eigentlich 200 kostet. Und er sagt, nee, gib mir 100 dafür ab, dann kriegst du das, dann muss ich 300 bezahlen. Es ist echt Spaß. Also wirklich, diese Echtzeitpart ist auch gar nicht so stressig, wie man denkt, weil man halt viel verhandelt. Schnell rum, es dauert nur eine Minute und es hat echt ein paar taktische, witzige Sachen. Und es hat auch viel Fluff, weil man hat verschiedene Restaurants, mexikanisch, spanisch, französisch. Und je nachdem, ob man das passende Gericht zu seinem Restaurant kocht, gibt es Punkte. Gibt es immer Daumen hoch, nicht Punkte, sondern Daumen hoch sind da die Wertung. Und ja, und Ziel des Spiels ist natürlich, als erster 20 Daumen hoch abzusahen und dann bist du das Wiener Würstchen. Echt? Ja, das heißt so. Ja, hab ich gar nicht gesehen. You are the Wiener. You're the Wiener. Ja, okay, ja, dann du bist das Wiener. Ja, ist ein witziges Halb-Echtzeitspiel. Auf jeden Fall für alle, die Kochspiele gucken wollen. Schaut euch auf Kickstarter mal an. Also mega. Ja, dann ging es noch ganz gemütlich in Tang Garden sozusagen. Zum Ausklingen des Abends wurde es dann ein bisschen gemütlich und ein bisschen entspannter mit der Musik. Ich war kurz vorm Einschlafen, hat aber mit dem Spiel selber nichts zu tun. Ja, Tang Garden ist ja jetzt gerade so am Ausliefern. Man sieht es überall und es ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Das macht tatsächlich. Man da? Ja, in Tang Garden versuchen wir natürlich zusammen einen Garten. Japanischen Garten, asiatischen. In der Tang-Dynastie, glaube ich. In der Tang-Dynastie einen Garten gemeinsam zu bepuzzeln, würde ich sagen. Wie Carcassonne so ähnlich. Ja, genau. Und man hat halt verschiedene Gebiete. Man hat Wasser, Wald und Wiese mit Wegen und Steinen. Gebirge. Wobei der Würfel gelb ist. Das macht mich total kaputt. Aber so ist es halt. Und man versucht halt hier nach vorne zu gehen, weil man kriegt halt hier entsprechend, wenn man das erreicht, darf man dann wieder eine Figur zu sich nehmen, wo dann wieder Boni einem geben, wenn man was platziert oder am Ende Siegpunkte bringt. Man kann noch so ein Panorama außenrum um den Garten bauen. Man muss dazu natürlich schauen, was hier für Voraussetzungen sind, weil man möchte seine Figur nachher platzieren und die möchte vielleicht einen wunderschönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sehen. Das gibt dann einfach Punkte. Und dann muss man halt so ein bisschen, ja, hin und her bauen, Set Collection ist mit dabei, man muss Bäume pflanzen, man muss Pagoden bauen, man hat Brücken und Fische und Rosen und ach, ich weiß nicht was alles. Ja, und dafür, dabei entsteht dabei halt so ein 3D-Landschaft auf dem Brett, was zum einen mega geil aussieht und zum anderen aber wirklich das Spiel auch ein bisschen hemmt, weil man halt durch diese 3D-Objekte nicht mehr sieht, was ist da dahinter und auch mit diesen Panoramen, die so links und rechts entstehen, also im Viereck, die behindern nachher so ein bisschen den Blick aufs Spielfeld und auch die Symbole. Und die Symbole generell im Spiel ist ein bisschen schlecht gewählt. Nichtsdestotrotz ist es ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel und ich freue mich auf weitere Runden und bin da auch drauf gespannt, wie sich das spielt, wenn man das mal ein paar Mal gespielt hat. Weil es ist eigentlich das wirklich eigentlich schönere geht's. Und komplexere Carcassonne. Ja, und es geht eigentlich auch schnell, wenn mal jeder so im Fluss ist. Das Schöne ist, man der Popo schläft vielleicht nicht ein, weil man ab und zu mal aufsteht und sich drüber beugt und guckt sieht man halt und echt macht. Nichts, Leute, das ist weil diese Kieswege sind ein bisschen fitzelig. Aber sonst, wunderschönes Spiel, war auch extrem knapp nachher zum Schluss. Ja. Hey. Samstag waren wir auf dem 18. Geburtstag von Leonie. Hier nochmal alles Gute nachträglich an dich, Leo. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Sonntag und dann haben wir von Museum wird am 3. März um den 3. März rum, Museum Pictura kommen. Das ist ein Standalone-Game im Museum-Universum. Und ihr wisst schon, Museum ist für uns ein echt großartiges Spiel. Und das ist jetzt quasi, ja, wie gesagt, ein Standalone. Hier geht es aber nicht mehr um Museumsgegenstände, sondern um Gemälde. Es ist aber nicht einfach nur abgekupfert, dass wir jetzt halt Gemälde ausstellen, sondern es ist, es hat wirklich ein paar coole neue Mechaniken drin. Wir müssen quasi jetzt die Karten nicht mehr bezahlen, indem wir die Werte der Karten abgeben. Also ich lege 3 Karten ab im Wert von 6 und kann dann 2 Karten im Wert von 6 in mein Museum spielen. Sondern ich habe da sich ein bisschen was überlegt. Ja, genau. Und zwar als erstes, man kriegt jede Runde 2 Karten waren es, glaube ich, 2 Karten auf die Hand. Und man muss dann aber mit dem Museum auch noch eine Karte tauschen. Und das ist manchmal gemein. Und da kann man schon Punkte kriegen, weil das eine Museum möchte die einen Gemälde und genau. Sehr cool. Und da kann man dann halt tauschen und sagen, okay, ich möchte hier eine coole Karte eigentlich aus der Hand ablegen, aber ich kriege halt sofort Punkte und dafür kriege ich eine andere Karte und dann bezahle ich immer Karte für Karte. Also wenn ich eine Karte in mein Museum spielen möchte, muss ich eine Karte einfach auch wieder in mein Lager legen. Lager hat man nach wie vor und man darf auch wiederum Karten aus dem Lager von anderen Spielern spielen und auch viel einfacher,
Dann nimmt man sich eine Karte raus, legt ihm eine andere Karte hin, er kriegt dafür einen Punkt, ich kriege einen Punkt abgezogen. Und so geht es hin und her. Ziel des Spiels ist natürlich wiederum, sobald einer 50 Punkte hat, ist das Spielende eingeleitet. Danach wird dann wieder sein Museum natürlich gepuzzelt nach entsprechenden Ressourcen und Stils. Also so bekannt auch wieder das gleiche wie beim Museum. Diesmal ist es aber schwieriger von der Punktezahl her, finde ich. Man kann Zwischenwertungen machen. Ja, das ist da auch ist sehr auch cool. Echt ordentlich was reingepackt. Richtig cool. Uns hat es mega gefallen. Ja, also wir haben noch den Prototypen. Da können sich die Regeln eventuell noch ändern. Aber es hat uns jetzt schon wirklich sehr gut gefallen. Und es ist nicht einfach nur ein Museum, was ein aufgeklatschtes anderes Thema hat. Und die haben sich da echt nochmal was einfallen lassen. Mit diesen Zwischenwertungen ganz cool gemacht. Ja. Jetzt noch eins, wir haben momentan ja auch noch Sale im Shop. Das soll ich auch nochmal vom Thorsten Danke sagen. Ja. Der Sale ist ja vorbei seit gestern. Nee, der geht bis Montag. Oh! Heute auch noch. Oh. Thorsten hat mir extra noch geschrieben, dass der Montag scheinbar auch noch gehen soll. Also müsste heute noch gehen. Gut. Guckt mal rein, sonst hat Thorsten mir Blödsinn erzählt. Wie gesagt, ich soll von Thorsten Danke sagen, dass ihr so schön im Shop eingekauft habt. Und er freut sich natürlich auch, weil er diese ganzen Designs macht. Wie gesagt, heute sollten eigentlich noch 15% da sein. Wenn nicht, dann gucken wir, dass da bald wieder 15% kommen. Das war's von hier. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch einen ganz tollen Start in die Woche. Wie gesagt, diskutiert gerne mit uns, was ihr gern gespielt habt und wie ihr zum Thema Glück in Brettspielen steht. Und dann war's das von hier. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!